Spatenstich für den neuen Ressourcenpark in Hönigsberg. Nach 1,5 Jahren Planung entsteht nun am Areal neben dem Sportfachgeschäft Herwis ein neuer Abfallsammelplatz für die Gemeinden Mürzzuschlag, Langenwang und Spital. Durch eine moderne und effiziente Abfallsammlung soll vor allem eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft forciert werden. Es ist inzwischen wirklich der Abfall ein Wertstoff. Wenn man es entsprechend trennt, kann man es wiederverwerten, bekommt auch Erlöse. Man kann Dinge auch wieder verwenden, ein Reuse-Shop, wo man Dinge, die nicht wegzuschmeißen sind, vielleicht ein bisschen herrichtet, adaptiert und wieder in den Verkauf bringt. Alles das soll hier stattfinden. Ich glaube, ganz ein wichtiges Signal für die heutige Zeit. Und wenn man größere Mengen braucht, ist es besser, man arbeitet zusammen. Die Gemeinden Spital am Semmering, Langenwang und Mürzzuschlag haben sich gefunden. Der Mürzverband setzt das für uns um. Im Juli 2024 soll der Ressourcenpark auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern in Betrieb genommen werden. Bis zu 80 Altstofffraktionen können dann sortenrein gesammelt und wiederverwertet werden. Da ist wirklich alles, was man sich vorstellen kann, dabei. Angefangen von dem, wo man schon gewohnt ist, von Lithium-Ionen-Batterien und dass die brandgefährlich sind, haben wir schon öfter mal gehört, leider. Bis zu Kerzenstumpen, da fragt man ja, was mache ich mit einem angebrannten Kerzenstumpen? Wenn man es in eine frachtbare Menge bringt, wenn man ein Fassel dafür gesammelt hat, dann kann das beispielsweise für Anzünder, für Ofenanzünder wiederverwendet werden. Beispielsweise Kunststofffenster, weiße Kunststofffenster, die haben wir bisher zum Sperrmüll verbringen müssen. Wenn man die getrennt sammelt und einen Container voll zusammenbringt, wird das regranuliert. Man muss nur den Transport organisieren und eine frachtbare Menge haben. Rund 3,5 Millionen Euro kostet der neue Ressourcenpark. Und bei seiner Planung standen die Kundenfreundlichkeit und Sicherheit an oberster Stelle. Das Ganze soll einladend sein für Kunden. Er soll sich wohlfühlen, er soll eine gute Orientierung haben, kurze Wege, funktionelle Situationen zum Entladen und Ähnliches. Aber er soll auch sicher sein am Grundstück. Das ist einer unserer ganz wichtigen Punkte. Und dafür haben wir ein System geschaffen, wo der Kunde wirklich in einem Bereich sich zu 95% aufhält, in dem kein Lkw-Verkehr passiert, in dem keine Container aufgenommen werden oder abgeladen werden. Und kundenfreundlich werden auch die Öffnungszeiten und Zufahrtsmöglichkeiten sein. So wird der Ressourcenpark an mindestens 5 Tagen inklusive Samstagvormittag geöffnet sein. Man kommt her, man hat entsprechende Zutrittsberechtigung für Anrainer, für Haushalte in den Bereichen von Spital am Semmering, Mürzzuschlag und Langenwang. Da geht einmal der Schranken auf, das ist einmal das Erste. Dann kann man die Einrichtung nutzen, aber wir wollen auch niemanden aussperren. Wenn jemand kein haushaltszugehörige Person ist im Einzugsgebiet, darf er trotzdem kommen. Es gibt eine Ruftaste, wird von uns entsprechend beraten und darf genauso Wertstoffe als auch Abfälle bei uns anliefern. Bereits umgesetzte Ressourcenparks dieser Art haben gezeigt, dass durch eine kundenfreundliche Gestaltung mit einer intelligenten Abfalllogistik die Anlieferungen und damit die Recyclingquoten deutlich gesteigert werden.